So Leute, weiter geht's bei Let's Play Final Fantasy 9. Ja, in der letzten Folge haben wir den schwarzen Tenor 3 besiegt und nun muss Lili das Luftschiff nach Lindblum steuern. Wird sie schaffen? Mal sehen. Der alte Kern fällt zwar schon beinahe auseinander, aber der Antrieb gibt ordentlich was her. Okay. Sofort den Kurs ändern! Prinzessin, sofort hat Backbord! Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er rasend auf. Lili, Alter hat recht, er verfolgt uns. Voller Schub voraus, auf das Tor zu. Bist du noch zu retten? Und was, wenn sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber dem seinen wendigen Flitzer können wir niemals ausmanövrieren. Okay. Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen. Aber wenn wir es durchs Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir ihn los. Verstehst du? Steiner, gib vollen Schub, Alter. Lilly, halte das Steuerrad genau im jetzigen Einschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und frontalem Kurs müssen wir es gerade noch so schaffen. Oh, oh. Selbst schuld, Alter. Gut, die haben es gerade noch so geschafft. Und da fliegen wir nun. Aber wohin? Da ist noch ein Luftschiff. Oh, was haben wir denn da? Eine Stadt. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Sieh dann, habe ich jetzt was Schlimmes getan? Ach was, die lindblumischen Ingenieure haben das Tor im Nu wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südentor rede ich erst gar nicht. Wie konnte ich nur mit so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Steiner. Jawohl. Ich wollte euch nicht in all dies, in all das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr da seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Mein Entschluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Lilly, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben. Danke, Sidan. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ist das das Schloss von Lindblum? Welch gewaltige Ausmaße. Das liegt darin, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lilly. Oho. Schade, wo wir uns doch schon so nahe waren. Sie dann?
Ich und diese Schwarzmagier oder wie die heißen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Meister Vivi, was reden Sie denn da? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, das euch so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Vivi, und die sind die, oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu... Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht. Was auch immer kommen mag, Vivi, bleibt... Vivi, oder? Okay, los Vivi, wir gehen an Deck. Sich Limblum vom Deck anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los schnell, wir sind schon fast am Himmelsdrachentor, dem Haupttor Limblums. Willkommen, Lindblum. So. Schlossmetropolis Lindblum. Das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Alexandria. Genauso ist es wie wir. Lindblum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben, inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschiff-Landeplatz. Hier hätte selbst Königin Brains Rote Rose ohne weiteres Platz. Und sogar Königin Brain! Du scheinst hier schon mal gewesen zu sein, oder Lilly? Ja, als Kind war ich hier einige Male, aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, wer sagt's denn? Dann naht auch schon der Empfang, liebste Prinzessin. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garnet Till Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen. Eine Prinzessin reist nicht in so einer Klapperkiste. Und außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solch zwielichtiger... Was fällt dir ein, so eine Unverschämtheit? Die Prinzessin reist in Inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nun, wenn das so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Ja. Diese Kette... Die Drachenkralle? Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruf sofort Minister Oberta. Nur weil so ein tump aussehender Kerl wie du bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns. Naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl! Was geht hier vor? Minister, ein paar überaus zwielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles. Sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Minister Roberta! Ich bitte den unangemessenen Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnet. Bitte folgt mir. Seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Naja. So Leute, wir sind jetzt in Lindblum angekommen und wir müssen jetzt zum König von Lindblum. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 9. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Also, bis dahin. Haut rein.